Was haben wir denn hier für Kandidaten? Hey, die haben ja viel mehr Schiffe als wir, das ist doch unfair. Ja. Also Martin, du nimmst am besten die Dafür Konstitution. haben wir die größeren Schiffe. Du hast das größte Schiff, ich nicht. 3,0 in die Fatigable, Constitution. Also ich bin hier der Kleinste. Das war deine Wahl. Naja, ich weiß, dann nehme ich die Surprises, ihr nehmt alles andere. Die treffe ich eh nicht, die sind so tief, da schieße ich immer bloß in die Segel. Du musst Abwind sein, dann neigt sich das Schiff halt noch runter. Und dann richtig schön in die Bauchlinie rein, so mit Double Charge, das macht richtig vorne. Achso, apropos Double Charge, könnte man ja auch gleich mal laden. Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht? Ich schieß glaube ich 800 oder 900 Pfund, ne, müsste eigentlich mehr sein. Ein paar hundert Pfund. So, Karonaden hast du ja, ja. Immer noch am Laden. Naja, das ist der Nachteil bei solchen Dingen verlieren. Ja, Crew Space wäre noch cool gewesen. Hat der Crew Space nicht, was hat das? Rennschrift, Bonus, Antique? Keine Ahnung. Naja, Crewspace nimmt aber nochmal stärker aus der Struktur. Wenn die schon nur Tief ist und dann noch Crewspace, dann hält die gar nichts mehr aus. Wenn es auf Kraftbar ein Rezept gibt, dann muss ich mal in die texanische Küste hinfahren und da die Mahagoni-Farm anfangen. Die müssen da bloß mal in Schweden das da unten wieder erobern. Kann sein, dass sie es sogar heute haben. Also angeblich wurde das gar nicht verteidigt. Sao Tome, dann hätten wir es nämlich bald wieder. Oder Kubaner, irgendwas ist wohl nicht verteidigt worden. Na toll, die Constitution hier, die wartet erstmal, dass ich erstmal alles abkriege. Das ist ja auch nett von mir. Geschossen habe, schießen die nochmal zurück. Ja, Herr Eckhorn, Ihnen schießen wir mal das Ruder kaputt. Ihr Fischspielchen, wollt ihr willst du den Borden? Nee, dein Kollege Mark, willst du den Borden oder den? Nee, der ist nicht reingefahren. So, dann schieße ich mal auf ihn, oder? Ich dachte immer, du wolltest ihn gerne heile behalten.
Hey, ist ja eine. Ich hab doch Mr. Price. Ich bin da wieder gesehen. Gibt's ihn. Oh, das hat mich so beeindruckt. Bastard. Das hat eine Leute. Ja. Wenn ich jetzt mal hier diese kleine Fläche Surprise hier behandle. Double Charge. Das ist cool. Ich glaube, das hat er nicht so gemacht. Thank you.
1,5 Striche auf der rechten Seite. So, seine Ruhe ist jetzt kaputt hier. Leitungsdruckschiffe, das ist ja, sowas habe ich aber in der Surprise noch nie erlebt. Wirkt denn hier was aus?
gefragt, was das denn du für ein Schiff, woraus ist das? Mal nee. Ja, nee, ich meine, woraus das ist. Was? Woraus das ist, aus welchem Holz? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, woraus das war das. Das ist schon ziemlich kaputt, das siehst du. Ja. Aber Repair hast du noch, ja? Ja. Ja, oh. Ja, richtig, nicht so geil. Dann ein Schiff ein bisschen rumspielen und anschauen. Das ist tatsächlich so, wir machen hier an dem Schiff einfach nicht viel Schaden, obwohl wir das dauernd schaffen. Was die da gebaut haben, und deshalb weiß, habe ich überhaupt noch nie gesehen. Aber du kannst ja auch mal einfach deinen Stolz aufgeben und sagen: Jungs, ich brauche mal Hilfe. Dann kommen wir doch sofort. Drück mal M. M. Also M. Ist er ja natürlich genau. Ich glaube wieder nichts alleine hin. Warum ist der Mark so runtergeschossen? Was? Warum ist Mark so runtergeschossen? Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie eine Zauber-Surprise, die hat. Die geht nicht kaputt und die schießt irgendwie mit zweiter Weltkriegskanone oder so. Keine Ahnung. Soweit sind wir jetzt. Einer von euch auf der rechten Seite von Charles Mine müsst ihr absuchen.
Story mag, jetzt bin ich dir ein bisschen im Weg, glaube ich. Aber das müsste ich ausnutzen, da hinten das Deck. Okay, jetzt haben wir uns ja hier beide schon tot hingelegt, ne? Ja, wenn du nicht rückwärts fährst, fahr ich an denen vorbei. Was? Ich kämpfe die ganze Zeit, segle mich immer fünf Schiffe rum. Und warum hast du da nicht schon mal ein paar von weggeschossen? Mit deinem dicken Karolan? Ich habe zum Beispiel die Constitution auf der einen Seite auf zwei Striche rübergeschossen, dann musste ich abdrehen zum Reparieren und hab's gesagt. Und dann waren ihr beide so im Kampf verwickelt. Ja, wir waren verwickelt, ja. Die anderen vier haben mich dann halt eingeholt und haben mich von allen Richtungen beschossen. Würdest du jetzt sagen, die Karolanen bringen es nicht, oder was ist? Oder muss man dazu nachholen? Ja, so mit 5, alleine gegen 5 ist egal, was man fährt, bei einer Centurion oder was weiß ich, ist halt eben. Ja. Werde ich mal wieder einen Bootstreet abfahren, damit das Ganze hier ein bisschen. Ja, das wäre so cool. Wenn er schlau ist, dreht er jetzt noch rechts. Aber den Martin Voss brauchst du nicht mehr rammen, der säuft ab schon. Ja, den meint ich ja nicht. Fahr ich mal runter und mach die Conny platt. So, jetzt säuft der hier auch ab. Weiß es nur noch nicht. Hey, Mark hat einen versenkt, oder? Ja. Ganz geklappt. Ich bin irgendwie aus der Übung. Ich dachte, der war ja schon in der Munitionsverschwendung. Der ist ja auch schon hier. Die sind alle schon ein bisschen angeschossen, ihr müsst die nur noch finishen, Alter. Angeschossen? Die müssten eigentlich alle links untergegangen sein. Dem fehlt hier eine ganze Seite, das ganze Heck, alles. Ja, da musst du noch ein Leck schießen.
lustig, was die hier für Surprises eingesetzt haben. Die gehen ja überhaupt nicht kaputt. Pass auf deine linke Seite auf. Reicht mir das hier jetzt? Das schiebe ich den unter Wasser, diesen Boden. Ja, wenn die am Sinken sind, kann man das beschleunigen. Dann kann man die tatsächlich unter Wasser schieben. Die säuft auch ab. Ja, durch die Kanonen geht Wasser rein, also die säuft ab. Okay. Da ist nur noch Surprise und Belle übrig. Also eine Live Oak in die Fatty Gable mit Stiffness, das wäre ziemlich cool. Und Crew Space. Wieso denn Crew Space? Ist die Undercrewed sonst? Ja, natürlich. Oh. Ich hatte 400 Mann und das war zu wenig. Und okay, jetzt habe ich noch 251, also 150 haben sie mir schon rausgeschossen. Aber ich habe halt die ersten 20 Minuten alleine gekämpft gegen 5 Schiffe. Und ich bin noch über Wasser. Ja, ja. Haben wir auch erwartet. Und was davon machen gilt nicht.
Ich sollte mal in britischen Gewässern rumfahren und in die Fatty Gables kapern. Magst du die so gerne? Ja, fünf Schiffe, gleich groß und größer und schießen auf mich rum und ich bin noch über Wasser. Und das ist Teak. Ja, ja, die müsste in Live hoch. Warte mal, wie würde ich denn die bauen? Oder Mahogany? Mahogany. Hall? Crewspace würde ich, glaube ich, lassen. Mahogany, Strong Hull. Strong Hull und Crewspace. Ja, oder Speed. Nee, Proxmänner. Ja. Ist der Mark abgesoffen? Ne, da hinten ist er. Er muss doch schon längst tot sein mit seiner Drecksurprise, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich sag ja, das ist unglaublich, was die hier für Surprises eingesetzt haben. Das Eisenholz oder was das ist. Guck mal, da geht gar nichts kaputt. Da schießt die Constitution auf ihn und da geht. Die Seite geht gar nicht runter. Ich komm ja demnächst. Ach, demnächst? Dann, ja, ich muss gegen den Windcrew fahren. Dann ändert sich das relativ schnell. Das ist echt schlimm, dass das voll die Gruppstahl-Surprises sind. Ja, wirklich. Das hast du wirklich noch nicht gesehen, oder was? Ich muss nur langsam reparieren. Ich wurde gerade runtergeschossen. Das war mächtig. Wer mich? Ich bin aber auch. Werde sterben. Ja? Ja. Oh ja. Und ich hab dir das zweimal gesagt. Oder hattest du schon repariert? Ja. Achso, du hattest nicht mehr. Ja, das sollte eigentlich gar nicht passieren in einem Menschen. Da muss man jetzt da besser aufpassen. Sprich von diesem Whisky nicht. So, jetzt hat sie gar keine Panzerung mehr. Eigentlich hat sie überhaupt gar nichts mehr. Da ist wirklich nichts mehr. Ich mache eine Buchseite Luft. Aber sieht sie es ein? Nein, sie sieht es nicht ein. Weigert sich einfach. Lad einfach Grape, dann kannst du von jeder Seite durchschießen und nimmst die Besatzung runter. Und spätestens ja. Dann hat er keine Chance mehr, wenn er 100 Mann an der Brücke braucht und der hat noch 50. Die liegt schon tief im Wasser, also. Oh
sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen, solche Surprises. Jetzt hinten rammst, dann macht's im U-Boot. Ja, der hat seine, der hat die Nase schon jetzt voll. Lebt da noch was? Ach scheiße. Könnte ja, irgendwo lebt noch was. Da vor uns. Marc, versuch mal wegzusegeln, dass du keine Treffer mehr bekommst auf deiner. Ich sink doch schon. Du sinkst ja schon. Du konntest dich nicht rechtzeitig losreißen. So, ich mach das aber auch mal rekonstruieren. Schneller pumpen, ihr Mann! Schneller laden, ihr Mann! Der Pumpen wird dich jetzt auch nicht mehr retten, kannst du genauso noch mal weiterschießen. Bleibt er länger am Leben. Ja, vielleicht, ja genau, wenn wir die Battle jetzt beenden könnten, dann könnte er das noch überleben, ne? Solange sein Deck nicht unter Wasser ist, hat er eine Chance. Ja, müssen wir uns beeilen mal langsam. Aber der hat auch noch so viel Leben hier, der Paul Jackson. Ja, du musst nur eine Breitseite reinbekommen, dann ist die eine Seite dann um die Hälfte runtergeschossen. Ja, ich habe keine Double und keine Charge mehr. Ich habe nur noch normale Kanonenkugeln. Scheiße, Marc ist abgesoffen. Ja, scheiße. Dafür muss er sterben. Alle Mann in die Boote. Verlasst das Schiff. Habt ihr gehört, der Captain hat gesagt, es gibt Brote. Boote, nicht Brote. Kapitäne, Kinder, Frauen zuerst. Achso, ich hab Segel rausgenommen. Ja, das muss ja wieder die Retourkutsche kommen. Gott, da schießt man mal eine Salve hinten rein und schon schießen die Heckkanonen. Nichts drin, die Kapitän. Kein Spaß. Beide auf diese Seite kommen. Dies. Jetzt hat er mich ja ausgeschützt mit seiner Fahrkunst. Kann die AI auch gegen ihn fahren? Das ist ja alles nicht zu glauben, was die hier abziehen. Oh, du hast ein Feuer. Ja.
Kanonen geschmettert. So, schauen wir zwischen euch durch. Nicht da, und geht immer eine drauf. Weil deine Seite ist eigentlich gar nicht drin. Martin, das hast du jetzt absichtlich gemacht, oder? Was? Na, den weggeschossen. Genau. Das ist doch ein. Lass mal lieber dein Feuer da jetzt drin. Kennst du den Witz mit der alten Frau, die bei der Feuerwehr anruft? Nein. Also die ruft ja an und schreit da fürchterlich rum. Hallo, hallo, es brennt, ganz toll. Dann meint der Feuerwehrmann, ja, nun beruhigen Sie sich doch erstmal. Wie kommen wir denn jetzt erstmal zu Ihnen hin? Und die Oma denn, ja, haben Sie denn nicht mehr diese kleinen roten Autos? Leider akustisch nicht verstanden. So, nicht. Weil ich gerade eine Salve geschossen habe. Der schießt mir noch die Seite weg, der Bastard. Wenn du ihn ja auch lässt. Also deine Seite ist gleich weg, Martin. Du solltest dich dringend mal drehen. Ich stehe hier nur aus Spaß und Freude rum im Wasser. Hast du denn, ist die, läufst du schon voll? Ja. Kannst du noch reparieren? Nein. Ah. Fehlt ja noch, dass du jetzt auch noch absollst. Ich glaube, das müssen wir mehr schießen. Ist mal 50 Mann weggeschossen, der ist bedient. Okay. Nimm alles raus aus den Segeln und aus den Kanonen und kannst du noch ein bisschen schwimmen. Der will nur 23 Mann und Survival haben, trotzdem fasse ich noch weiter Wasser. Ja, hast du denn 6 und 7 rausgedrückt? 6 nicht, aber 7. Ja, dann mach 6 auch raus. Wir müssen mehr Leute rein in Survival. Der will nur 23 Mann haben, mehr nicht. Nein, nein. 23 von 23 hab ich. Ja, dann mach 6 raus und dann wächst die Zahl, wirst du sehen. 23 von 23. Oder hast du nur noch 23 Leute? 239. Dann nimm doch mal die 6 raus und hab ein bisschen Geduld. Ich hab die 6 schon draußen und die 7. Normalerweise wächst die Zahl dann weiter, ganz langsam geht es allerdings. Immer einer für einen. Mit Charismatik Bootswing geht es allerdings schneller, dafür ist der gut. So, jetzt 6 Sailing wieder an, weil ich Gunnery 0 Mann brauche. Lass das Sailing aus, dann kommt das. Das habe ich schon längst deaktiviert, aber da stehen jetzt 135 von 135 dort. Aber jetzt sauf hier ab, jetzt will er schon 30 Mann haben. 32. Ist ja Schluss, geh raus jetzt. Geh raus. Ah, da geht nur was, da geht noch 2/3 Wasser. Mann, Mann, Mann. Also ich gehe jetzt raus. Was machen wir jetzt? Open World oder Next Harbor? Ich gehe in den Hafen, also... Ich sehe 5000 Gold, 152 XP... Also auf die Surprises habe ich 4500 Schaden gemacht, auf die Fregatten 8000, auf die Bellipoli 1300, auf die Constitution 6600. Das ist ein großer Erfolg, würde ich mal sagen.